Tommy, 5:20 heute Abend, ist das also das Resultat, wo man nach einem Spiel gegen Visp sagen kann? Ja, wir wollten einfach Vollgas geben heute. Wir wollten nicht einfach nach Visp denken, dass es wird einfach sein, weil Piaska hat ein paar wirklich sehr gute Spieler. Und wir wollten am Anfang wirklich gute Start haben und plus minus haben wir das. Es war immer noch nicht perfekt, aber ja, tipptopp. Das Spiel gegen Visp war nach dem Spiel schon vergessen. Man konzentriert sich für das Spiel für Piaska heute Abend. Ja, jedes Spiel ist anders. Also heute war ein ganz anderes Spiel als gegen Visp. Und man muss gegen diese jungen Mannschaften sind es wirklich erste Drittel ist wichtig, erste Tor schießen, Spiel kontrollieren, gute Powerplay. Und heute, ja, beide Powerplay-Linien haben Tor geschossen. Also das ist gut. Und ja, ich habe das Gefühl, wir haben das Spiel kontrolliert, aber war nicht perfekt. War vielleicht nicht die Perfektion, aber man sieht, einige enorme viele Fortschritte gegenüber der letzten Saison sind da. Man schießt Tore in Powerplay, man bekommt keine Tore in Powerplay. Man sieht, die Fortschritte sind da von der Mannschaft. Ja, die Special Teams sind wichtig. Also auch dann gegen Mannschaften wie Kloten oder so muss man einfach gute Defensive spielen, auf Powerplay warten und das macht Unterschied. Und wir fokussieren uns drauf und es sieht so aus, es funktioniert momentan, aber wir haben noch immer viel Arbeit vor uns. Ja, klar. Und man sagt, man arbeitet hier sehr hart. Sonntag geht man schon nach Zug. Wieder ein wichtiges Spiel. Wie kannst du weiterschauen, wie es weitergeht? Es wird ein ähnliches Spiel als heute sein. Die sind jung, die sind talentiert. Wir müssen dort kommen, einfach voll fokussiert. Und erste Drittel wichtig. Und wir haben eine Chance. Wir haben eine Chance, jetzt 9 Punkte von 4 Spielen holen. Das wäre super. Aber das braucht Arbeit und Konzentration. Tommy, viel Glück für die Zukunft und viel Spaß. Merci vielmals. Danke, Tommy.